Der letzte Abgang aus unserem Team steht fest und ich wette, spätestens nach der letzten Folge habt ihr damit ganz fest gerechnet. Und an dieser Stelle einfach mal einen Applaus und ich hoffe, ihr macht alle mit für den Fahrer unseres Teams. Die letzten drei Saisons hat er unser Team getragen über große Zeiten und deshalb jetzt einen Applaus an dieser Stelle an Ivan Santaromita. Tja, Ivan Santaromita, 34 Jahre alt, mittlerweile vom Ruf her ein Star. Ich habe keine Ahnung, was er für einen Ruf hatte, als er bei Skydive Dubai war, aber ich glaube, der hat sich deutlich verbessert. Ganz anders als seine Werte, von den Werten her ist er ein bisschen eingebrochen, was im Alter von 34 Jahren auch keinerlei peinliche Sache ist. Santaromitas Vertrag wird nicht verlängert. Ich war tatsächlich in Verhandlungen mit ihm, so ist es nicht, aber zu den Bezügen, die er wollte und die ihm der Sporting Clube de Portugal Tavira, geboten hat, nämlich 11.000 Euro im Monat, da konnte ich nicht mitbieten. Fakt ist auch, Santaromita wäre in der nächsten Saison eher so ins zweite Glied der Mannschaft gerückt, hätte nicht mehr diese Kapitänsrolle inne, die er in den letzten Jahren hatte. Aber Fakt ist auch, Santaromita war und ist jemand, der einfach einen unglaublich großen Verdienst hat für dieses Let's Play und für diese Mannschaft. Das muss man einfach so sagen. Bei Skydive Dubai gab es drei Fahrer, die uns in erster Linie dazu gebracht haben, aufsteigen zu können aus der Liga 3 in die Liga 2. Das waren Francisco Mancebo, Edgar Pinto und Santaromita, der einen ganz großen Beitrag dazu geleistet hat. In der zweiten Liga in der Saison 2017 war es eigentlich ein Alleingang von Ivan Santaromita, der dort völlig ausgerastet ist, einen Sieg nach dem anderen geholt hat, eine Platzierung nach der anderen geholt hat und wirklich einfach ein unfassbar explosiver und geiler Fahrer war. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Und ihm haben wir es zu verdanken, dass wir jetzt in der World Tour fahren dürfen. Und dementsprechend war es mir eine Ehre, ihn 2018 nochmal in der World Tour für eine Saison dabei zu haben. Er durfte den Giro auf eigene Rechnung fahren, er durfte die Italien-Rundfahrt auf eigene Rechnung fahren, er durfte Milan San Remo, die Lombardei-Rundfahrt, die Ardennen-Klassiker, alles auf eigene Rechnung fahren, Tour de Romandie, ich glaube auch die Tirreno, glaube ich, ist er auch, weiß ich gar nicht. Also er durfte sich nochmal so richtig austoben auf allerhöchstem Niveau, und auch wenn man bei einigen Rennen wie den Frühjahrsklassikern, also Amstel Gold Race und sowas gesehen hat, dass da einfach ein bisschen was fehlt an Leistungsvermögen. So hat er bei anderen Rennen brilliert. Dritter bei Milan San Remo. Schauen wir uns einfach die Ergebnisse an. Hier steht's ja. Er gewann die Punktewertung beim Giro d'Italia. Eigentlich wollten wir da mit ihm die Bergwertung ins Auge fassen. Aber weil Danny McLay so ein bisschen in Struggle kam, ist Ivan Santaromita in die Bresche gesprungen und hat tatsächlich das Sponsorenziel, eins der wichtigsten in der letzten Saison, geschafft und damit die Punktewertung gewonnen. Er hat drei Etappensiege beim Giro d'Italia geholt. What the fuck? Er ist Dritter geworden, wie schon gesagt, bei Milan San Remo. Er ist den Tirreno mitgefahren, denn dort hat er die Bergwertung gewonnen. Hätten wir das auch geklärt. Bei der Tour de Romandie gewann er die Punkte und Bergwertung sowie eine Etappe. Beim Amstel Gold Race ist er 14. geworden. Bei der Trofeo La Guelia 14. Beim Japan Cup, beim letzten Rennen der Saison, ist er sozusagen in seinem letzten Rennen für Austria Cars nochmal Dritter geworden. Auch da eine Bombenleistung gezeigt. 9. ist er geworden beim Classic Loire Atlantique, 2. bei Paris Camembert, das hatten wir simuliert, da war er hinter Josef Stari, hat ihm den Sieg wahrscheinlich sogar noch geschenkt, und gewonnen hat er dann noch den Memorial Marco Pantani. Also auch in der letzten Saison war er der Fahrer, der die meisten Siege im Team geholt hat mit 5 Stück. Tja, was soll man sagen? Santaromita fühlt sich scheinbar nicht so alt, dass er sagt, okay, ich kann jetzt die Helferrolle einnehmen und irgendwie hier die jungen Fahrer betreuen oder sowas. Nö, er möchte weiterhin als Kapitän fahren und nimmt dafür auch den Wechsel zurück in die zweite Liga in Kauf. Und er wird für ein ganz gutes Gehalt, wie ich finde, in der nächsten Saison für den Sporting Club de Portugal Tavira fahren. Das ist sozusagen die Radsportabteilung von Sporting Lissabon, dem Fußballclub, kennt man ja vielleicht.
Tja, vielen, vielen Dank, Ivan Santarumita, für 3 Saisons, in denen er wirklich Leistungsträger war. Das muss man einfach so sagen. Ohne ihn wären wir jetzt mit Sicherheit nicht dort, wo wir sind. Das ist ganz klar. Und deshalb möchte ich ihn an dieser Stelle auch dementsprechend ehren. Zum einen wird es gleich nochmal einen Zusammenschnitt geben aus den Siegen, die er für uns einfahren konnte. Das habe ich in wirklich minutiöser Kleinstarbeit zusammengeschnitten. Ich hoffe, damit habt ihr Spaß. Und ich hoffe, das ist nochmal eine Ehrung an Ivan Santarumita. Und natürlich, ich denke, auch das ist eine Ehrensache. Ihr wisst ja, dass in meinem Kanalbanner große Sportlegenden aus meinen Let's Plays eine besondere Ehrung finden. Da haben wir zum Beispiel Tim Thomas von den Arizona Coyotes aus dem NHL 15 Let's Play. Da haben wir zum Beispiel Gerard Ciolek aus dem MTN Kubeka Let's Play. Und völlig verdienterweise, und ich denke, da gibt es auch keine zwei Meinungen, wird dort jetzt auch im Banner Ivan Santarumita erscheinen, sobald diese Folge hier ausgestrahlt ist. Und damit da eben nochmal eine weitere Ehrung für ihn, denn was er geleistet hat für Team Skylife Dubai und dann eben auch für Austria Cars, ich denke, das ist schon außergewöhnlich. Also vielen, vielen Dank, Ivan Santarumita. Und jetzt nochmal ein paar Bilder von seinen größten Siegen. Und ja, wir werden ihn wiedersehen in einem anderen Trikot. Und mal schauen, ob er uns dann die Siege wegschnappt. Ich könnte es mir vorstellen. Ja. In der nächsten Folge sehen wir uns dann noch den letzten Zugang an für die Saison 2019. Aber jetzt erstmal All Eyes on Santa. Um die 1 Minute pro 10 Kilometer auf eine Spitzengruppe gut machen. Wenn man das natürlich berücksichtigt, dann sieht es um die Spitzengruppe nicht so gut aus. Und Santarumita, der gibt hier richtig Gas. Und hängt hier einfach mal alle ab. Der hängt hier einfach mal alle ab, lässt die alle hinter sich und fährt jetzt alleine. Relul jetzt vorne, Hadi soll sich mal ein Pinto hängen, vielleicht kann man da noch ein paar Punkte mitnehmen. Wir schauen mal kurz, Santarumita, letzter Kilometer für den Italiener. Der wird sich's holen, keine Frage. Der Sieg gehört Santarumita. So, jetzt kommt Almoravi raus. Santarumita holt sich den Sieg. Wir haben hier viel zu spät begonnen. Aber Jelul wird noch Zweiter. Almoravi holt sich Platz 3. Und wenn Pinto noch an Örken vorbeizieht, schafft er nicht. Schade. Aber was für ein starkes Ergebnis hier. Mit dem probieren, ich meine, warum nicht, ne? Ich meine, warum nicht? Santarumita versucht es mal, hat heute zwar eine schlechte Tagesform, aber er probiert es immerhin mal mit einer Attacke. Elf Kilometer vom Ziel. Laporte fährt hinterher. Jelul am Hinterrad von Romain Feuillu. Sind wir in ganz guter Gesellschaft und Santarumita versucht hier im Solo wegzukommen. Laporte wartet, der wartet jetzt auf seine Teamkollegen. Da kommt Julien Loubet. Das könnte tatsächlich ziemlich interessant werden. 7 Kilometer noch. Santarumita fährt da vorne richtig schnell. Gibt hier ordentlich Gas und ich weiß nicht, ob die anderen den einholen können, ehrlich gesagt. Ja, jetzt aufpassen, dass wir da nicht übertölpelt werden. Kurz mal gucken, Santarumita geht es hier wieder einigermaßen gut. Dementsprechend soll er auch mal Gas geben. Und dahinter jetzt also Edgar Pinto, der dürfte jetzt gleich mal rauskommen. Pinto kommt jetzt mal raus, ist da aber eingebaut. Ist da eingebaut. Jetzt müssen wir natürlich auf Santarumita achten, nicht dass wir hier noch irgendwas verkacken. Santarumita, der kann jetzt ruhig Vollgas geben, der kann jetzt auch den Sprint eröffnen. Das ist jetzt eigentlich nicht mehr so wichtig. Jetzt kommt Edgar Pinto raus. Pinto mit einer riesen Beschleunigung. Und Santarumita holt sich das Ganze im Solo. Pinto wird Zweiter, dann 3 Fahrer von Cofidis. So, 25 km/h brauchen wir allerdings nicht. Also gleich nochmal eine Attacke von Ivan Santarumita am nächsten Anstieg. Und jetzt versucht er hier wegzukommen, aber es ist gar nicht so einfach.
Yrael macht jetzt das Tempo und Santa Romita ist jetzt alleine vorne. Kämpft hier um den Tagessieg. 5 Kilometer vom Ziel. Santa Romita immer noch vorne und wir konzentrieren uns jetzt nur auf ihn. Das ist nicht unmöglich. Der gibt hier richtig Gas, die Hügel hoch. Santa Romita immer noch vorne. Der kann das schaffen, der kann das schaffen. Ja, der Vorsprung ist ordentlich, der Vorsprung ist ordentlich. Von Ivan Santa Romita wird das der nächste Solo-Sieg für den Italiener. Es sieht so aus und er schafft's. Ja, der schafft's. Ivan Santa Romita holt sich den Sieg hier in Frankreich beim Classic Loer Atlantique. Zweiter wird Bonnet. Nein, Jans schafft's auf Rang 2. Wir sehen uns gleich die Top 10 an. Mann, ist das jetzt scheiße. So, Santa Romita greift an. Er versucht's also. Aber es wird nicht so einfach werden. Ganz, ganz sicher nicht. Das wird heute gar nicht so einfach werden. Er kommt aber immerhin weg. Er kommt weg. So ist er schon mal nicht. Jetzt gibt er richtig Gas hier. Hör, was ist denn jetzt los? Ach, hier ist die Steigung, oder was? Das will ich mal stark hoffen, weil sonst war es gerade sehr, sehr komisch. So, Smorka. Ach so, die Kurve. Ah. Es wird gebremst, ich verstehe. Weil Realismus. Ja, aber ich glaube, es wird nichts. Oh, 4,2 Kilometer. Alter, starten die schon wieder zu sprinten oder was ist hier los? Was ist denn das jetzt? Was sind es Angriffe? Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Santa Romita, oh, dem geht es nicht so gut. Wir müssen mal ein bisschen runtergehen. Ah, es wird sehr, sehr schwierig. Ist auch nicht mehr weit bis ins Ziel. So ist es nicht, aber. Sieht nicht so aus, als hätten wir jetzt hier die großen Chancen, sag ich mal. Hadi und Palini ziehen jetzt vorbei. Santa Romita, der hat ja noch sein Gel. Ach du Kacke. So, Hadi zieht vorbei. Palini kann schon mal sein Gel nehmen. Hadi zieht vorbei. Jetzt kommt gleich Palini raus. Der Sprint hat schon so gut wie begonnen. Palini geht jetzt raus. Vorne immer noch Santa Romita. Er kann das schaffen. Kann. Ivan Santa. Ja, er kann. Er kann und er holt sich hier den nächsten Sieg. Unfassbar, wie stark der drauf ist. Dieser Ivan Santa Romita. Palini sprintet noch auf Rang 4. Ist ja fucking egal, ne? Santa Romita. Wo wird's steil? Hier wird's steil. Und damit die Attacke von Ivan Santa Romita am steilen Stück. Versucht er mal wieder, sich hier abzusetzen. So, Cambarei muss jetzt hier mal außen rum. Hadi kann hoffentlich noch ein bisschen dagegen halten. Santa Romita mit einer ordentlichen Attacke mal wieder. Das ist nicht schlecht. Dann hauen wir im Endeffekt damit nur den Vorsprung runter, den Santa Romita sich hier aufbaut. Und der Vorsprung ist arschwichtig, denn da geht es um den Gesamtsieg der Tour de Normandie. Santa Romita, der Angriff war mal wieder super. Keine Frage, das kann der einfach, der Mann. Hat er schon... Oh, 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 warte mal. Hat er schon häufig gezeigt. So, jetzt hier, wir müssen hier unbedingt wegkommen. Das war gar nicht gut. Wurden gerade schön ausgebremst von irgendeinem Fahrer. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann Santa Romita das schaffen? Das sieht gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Der Palini muss jetzt einfach in den Sprint gehen. So leid es mir tut, da hilft jetzt kein Anfall mehr, kein gar nichts. Rechts ist die Bahn frei für Andrea Palini. Vorne, ganz vorne ist Laporte. Und ganz, ganz vorne ist Ivan Santa Romita, gewinnt die nächste Etappe. Holt sich die dritte Etappe der Tour de Normandie. Palini wird Fünfter, schade. Aber Santa Romita, ey, der ist momentan so gut in Form, es ist unglaublich. Kann der Hahnegeist so richtig mitgehen? Komm.
Al-Ali Ibrahim, der wird es heute nicht schaffen, hier was Großes zu leisten. Okay. Aber scheinbar Santa Romita, denn die beiden können sich hier ein bisschen vom Feld lösen, Berhane und Santa. Ich sage mal so. Warum nicht? Weißt du, Steuerung drücken klappt aber. Aber der P-Knopf geht nicht. Was ist das für ein komischer Bug? Nicht mal so, dass die Befehle der Tastatur komplett ignoriert werden. Nö, nur P wird ignoriert. Und das Feld hat jetzt irgendwie vergessen, Tempo zu machen. Aber ich würde sagen, komm. Jetzt ist definitiv drauf geschissen. Berhane kann machen, was er will. Santa ist der Kapitän. Punkte gibt es für Berhane. Santa sammelt auch noch ein paar rein. Ja, auf der anderen Seite, komm. Gib mal beide richtig Gas jetzt. Berhane hat jetzt mehr gearbeitet. 20 Kilometer Marke ist erreicht. Es geht jetzt nochmal bergab. Dann gibt es nochmal einen Hügel. Und das war's dann auch schon. Und die beiden haben einen ordentlichen Vorsprung vor dem Hauptfeld. Vielleicht ein bisschen zu viel riskiert, ich weiß es nicht. 43 Sekunden sind es halt. Das ist nicht wenig. Hier sind halt noch alle drin. Aber es ist keine große Gruppe mehr. 22 Fahrer gerade mal. Und die Mannschaft Dimension Data gibt jetzt richtig Gas. Ich frage mich nur, für wen. Wer ist hier noch drin von dieser Mannschaft, für den es sich zu arbeiten lohnt? Cavendish. Oh, okay. Frage erledigt. So, Berhane, der darf jetzt ruhig hier richtig Vollgas geben. Der Vorsprung fast eine Minute. Gleich gibt es die Sprintwertung. Vielleicht gibt der Mensch und Data deshalb auch so Gas. Keine Ahnung. Es dauert nicht mehr lang bis zum Berg. Ganz kurz, lass mal Santa vorbei. Okay, jetzt darfst du wieder führen. So, Berhane wieder vorne. Die Sekunden hat sich Santa Romita mitgenommen. Jetzt kann Nathanael Berhane wieder Gas geben. 41 Sekunden Vorsprung noch. 4 Kilometer geht es jetzt bergauf. Sollte machbar sein für einen Mann wie Santa Romita. Die Frage ist nur, wie schnell fahren die hinten hoch? Können ja auch klettern. Und Berhane, jetzt ist der Ofen aus. Jetzt ist der Ofen aus. Und jetzt muss er schauen, dass er hier einigermaßen schnell rüberkommt. Und da kommt Inchausti aus der Sky-Mannschaft. 5-Kilometer-Marke ist erreicht. Komm, Ivan. Gib nochmal alles. Inchausti momentan dahinter. Boah, noch 900 Meter ist dieser Anstieg hier lang. Santa Romita kämpft wirklich mit allem, was er hat. Struggelt hier hart. Ist jetzt am Hügel. Und jetzt geht's bergab. Jetzt musst du Gas geben, Ivan. 2,3 Kilometer nur noch. Bergwertung momentan die Top 3. Komplett Austria Cars. Aber es geht jetzt hier um die Sekunden. Und Ivan Santa Romita sollte den... Ja, das ist es. Das ist der Etappensieg für das Team Austria Cars. Und das ist der Sieg für Ivan Santa Romita. Sehr, sehr geil. Genial. Berhane kommt auch noch relativ weit vorne an. Naja, geht so. Aber darum geht's nicht. Etappensieg. Yes! Ja, ist das geil. Und schaut euch mal an, wen wir da alles hinter uns gelassen haben. Geil. Zehn Kilometer Marke. Gleich passiert. Hier hinauf. Einige Fahrer fallen zurück. Gab wahrscheinlich wieder mal einen Sturz. Nehme ich mal ganz stark an. Was weiß ich. Nicht mein Problem. 8 Kilometer noch bis ins Ziel. So, wo ist Alex hier? Simon versteht auch nicht so ganz das Prinzip des Beschützens. Dafür müsste er eigentlich vor Santa Romita fahren und nicht dahinter. Jetzt sieht das schon besser aus.
gibt die Attacke. Warte mal. Ja gut. Ich sag mal so, dann fahr mal, ne? Das ist schon wieder alles so mega komisch. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Okay, Santarumita, folg mal Simon. Folg ihm einfach mal. Und der soll jetzt mal richtig Gas hier geben. Du kannst mal so fahren, wie du es so richtig hältst. Jetzt geht es hier einfach mal um den Sieg in diesem Rennen. Ganz blöd gesagt. Falls hier runter mit Vollgas. Und jetzt muss die Attacke einfach kommen von Ivan Santarumita. Und sie kommt auch. Simon kann natürlich jetzt schauen, dass er hier die Konkurrenz so ein bisschen auf Abstand hält. Ja, das sieht sehr gut aus. Santarumita geht jetzt aufs Ziel zu und ich glaube, das hat er jetzt schon in der Tasche. Oder nicht? Santarumita muss jetzt nochmal sprinten. Letzter Kilometer für Ivan Santarumita, aber der schafft, der holt sich hier den Sieg. Ivan Santarumita mit dem Sieg bei der Klassik Loire Atlantique. Ich habe keine Ahnung, wer das Rennen beim PCM 16 gewonnen hat. Ich bin der Meinung, wir haben das schon damals geholt. Und Jordi Simon rundet das gute Resultat noch mit Platz 10 ab. Sehr schön. Ja, Simon sollte eigentlich angreifen, damit Santarumita da hinterherziehen kann. Aber das kriegt er halt nicht hin. Egal. Dann greift jetzt halt Santarumita mal an. Und da geht Arthur Pichot hinterher. Das ist auch interessant, den hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber er bleibt da gut am Hinterrad. Santarumita zieht diese Attacke jetzt aber durch. Jetzt kann er sich lösen mit seinem ungeheuren Antritt. Aber die fahren ihm hinterher wie die Besessenen. Das wird sehr, sehr schwierig. Ich guck mal, wo unsere anderen Fahrer sind. Hier haben wir Gauguin, Tulik, Laporte ist vorne dabei, der Sprinter. Senechal, Petit ist vorne dabei. Ofredo ist vorne dabei. Schuster, relativ gut platziert, muss ich sagen. Das sieht gut aus. Wir müssen jetzt hoffen auf Santarumita, dass der hier stark genug ist, das durchzustehen. Über einen Kilometer noch, jetzt ist er an der 1-Kilometer-Marke. Ivan Santarumita muss jetzt einfach Vollgas geben und das sollte der Sieg sein. Und das ist der Sieg für Santarumita. Schuster ist bei, ja, kommt ferner Liven an, muss man sagen. Aber Ivan Santarumita, der ist momentan in seiner Bestform und das merkt man einfach. Der ist unglaublich stark schon wieder drauf und holt sich hier schon wieder einen Sieg. So, hier sehen wir es nochmal. Ivan Santarumita kann das Feld sich vom Leib halten und kann dieses Rennen hier in Frankreich wieder mal gewinnen. Ich würde sagen, ist okay. Auch er hat seinen Job für heute erledigt. Und der P-Bug ist natürlich pünktlich gegen Ende des Rennens nochmal am Start. Das ist doch sehr schön. So, das wollte ich jetzt gar nicht, aber egal. So, Borkov, du fährst mal automatisch. Ich hoffe, ich kann das hier anvertrauen, das Ganze. So, ich würde sagen, Santarumita, gib mal Gas. Und Fairwacke wäre schön, wenn der jetzt mal nach vorne kommen könnte. Kann aber scheinbar nicht mehr. Also, Ivan Santarumita, jetzt mit der Attacke. War das vielleicht verfrüht? Es sind auf jeden Fall noch einige Fahrer dran. Probier es nochmal, Santa. Jetzt hat er ein bisschen Vorsprung, aber ist jetzt auch ziemlich platt gefahren. Fonzi versucht jetzt da die Lücke zuzufahren. Und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt der Berlin ran. Ich würde sagen, wir versuchen es gleich nochmal. Ivan Santarumita Ponzi kann nicht mehr folgen in dem Moment. Und Santa hat jetzt einen kleinen Vorsprung. Von nur ein paar Sekunden. Dahinter Rebellin, Ponzi, Torres, Brutt, Costa, der immer noch mit dabei ist. Wahnsinn. Paterski, Fairwacke. Wo ist Rockhoff? Der ist hier hinten. Natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Aber egal. Wir gucken jetzt nur auf Santarumita. Jetzt geht's größtenteils bergab. Bis auf diesen kleinen Anstieg, der jetzt noch kommt.
Aber es ist wirklich nur eine kleine Gegensteigung. Sollte er drüber drücken können. Oh, und jetzt gibt er hier richtig Vollgas. Brettert hier rüber. Rebellin hinter ihm. Der scheint jetzt noch eine Lücke reißen zu lassen zu den anderen. Holt der Altmeister hier Santa noch ein. Oh, Santa ist unfassbar schnell. Der ist halt richtig gut drauf, muss man sagen. Und jetzt spielt die Abfahrt ihm in die Karten. Rebellin immer noch in Sichtweite. Dahinter Brutt und die anderen. Auch Costa noch mit dabei. So, und ich würde jetzt mal sagen, hier... Die beiden müssen auf jeden Fall Tempo machen. Scheiß mal auf die anderen in dieser Gruppe. Denn Jan Brockhoff, der ist ja auch nicht ungefährlich in der Gesamtwertung dabei. So, Santa Humita. Es geht um jede Sekunde, also sprint ruhig mal. Und er holt sich den Sieg. Nummer 6, glaube ich, diese Saison. Vor Davide Rebellin und Pavel Brutt aus Russland wird Dritter. Besten Tag gegeben. Du hast gelernt, ne? Du hast gelernt. Nicht so. Du hast gelernt, diese von mir. Ich hab von den Besten gelernt. Aber das Lustige ist halt wirklich, dass das klappt, aber die normalen Sprintzüge einfach null klappen. Ja. Das war echt das Geile an dem Spiel. Warum liebe ich das auch? Ja, das ist jetzt mal ehrlich, also ich weiß nicht, wie realistisch es ist, so einen Hügelzug aufzubauen, aber es ist mir jetzt nicht oft aufgefallen im Leben oder es ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass jemand einen Hügelzug aufbaut. Ja. Also, ja, kann. Gibt's schon ab und zu mal, aber selten. Ja. Da muss halt auch wirklich alle, da müssen halt auch wirklich die ganze Mannschaft sau stark sein. So, also. Eigentlich nicht so gängig. Ja, da brauchst du halt auch irgendwie mal mindestens 5 geile Hügel. Ja, eigentlich schon. Oder halt einfach, weiß ich nicht, hier so ein Al-Hamadi. Nein, Spaß. Hallo, Bruder. So, bitte ihr Sport nach einem EA-Spiel und jetzt nach einem Verbunderspiel bitte mal wieder ein bisschen beruhigen. Ja, das wäre wunderbar. Nee, ja, das Ding ist halt eigentlich, also eigentlich ist, ich hebe mir eigentlich gerne 15 bis 20 Spiele am Sonntag auf, weil normalerweise hast du halt auch einfach mega viele dafür, so eins und dann kippen die raus, weil die halt noch 100 Spiele haben oder so eine Scheiße. Ja. Aber ich habe heute 3 Rage-Quits gehabt von, und ich habe heute schon 14 Spiele gemacht, weil ich die Weekend-League erst am Sonntag angefangen habe. Ach du Scheiße, Alter, was ist denn hier los? Also Attacke von Santa Rumita am letzten Hügel und irgendwie kann gar keiner folgen. Gut, das sind halt die bekannten Hügelsprints, Sprintzüge. Behane ist in der großen Gruppe und Santa ist jetzt ganz allein in der Abfahrt. Das sollte klappen. 2 Kilometer, boah, er hat auch richtig viel Vorsprung. Junge, sind wir einfach mal so ehrlich, das gibt den easy win. Ich konzentriere mich jetzt auch gar nicht mehr auf Santa. Ich gucke jetzt nur, dass ich mit Behane den Sprinter aus dem Feld bringe. Das ist so, Mann. Du schaffst es, Bruder. Ich bin einfach gierig. Ganz kurzer Fun Fact. Ja. Ich spiele jetzt gegen den 208er. Also der ist jetzt gerade 208er. Okay. So, Santa Rumita ist in dem Moment ins Ziel gekommen. Gewinnt also hier die Etappe, junge Mann. Ich sag ja nichts, aber seit du dabei bist, da läuft's einfach. Ich hab den. Das Problem ist halt einfach auch vom Radsport. So, ich hab den Plan. Ja. Du bist der Plan. Wow. Das ist echt eigentlich eine geile Idee. Also wird es uns in echt jetzt abgemacht? Ja, gibt's schon, wenn. Ja gut, Sky ist. Sky zum Beispiel, ja. Die machen Bergsprints, oder? Ja. Also das wird schon gemacht, das ist halt einfach nur sau anstrengend und schwierig, aber. Ja, du brauchst halt auch einfach die Baba-Fahrer dafür, ne? Ja, genau. Und das hat halt nicht jeder. Ich würde sagen, Junge, Simon macht uns stolz. Simon greift jetzt an, Santa wieder mal im Hinterrad. Alle Schwede, es ist so schwer. Aber Santa greift jetzt an, schießt jetzt über die Bergwertung hinweg. Und jetzt geht's ja eigentlich nur noch bergab. Also, ja, mal gucken. Leuk Fliegen ist am Hinterrad, Ponzi auch nicht weit weg. Genau, jetzt Leuk Fliegen. Aber er kann jetzt halt Vollgas geben. Aber Screens ist immer noch vorne. Der Lette. Genau, jetzt Lette. Aber wir haben jetzt wirklich ein bisschen Vorsprung rausbekommen, in meinem. Da wirst du schaffen. Ich schaff.
Aber das Ding ist, wenn Arsquins, der ist zwar vorne. Aber ich glaube, ich spiele, wenn ich das neue, also das PCM18, ich werde es glaube ich auch schwer spielen. Echt? Ja, wieso nicht? Mann. Und jetzt zieh an dem Letten vorbei, Alter. Doch dann war der Lettländer da. Ja, Squins ist tot. Squins ist tot und Santa Romita holt den Stage. Wenn die ganze Mannschaft stürzt im Hintergrund, das ist mir scheißegal, Alter. Hauptsache, Junge, ich mein, du solltest einfach ohne mich nicht mehr aufnehmen. Tom Squins greift an. Cameron Meyer ist am Hinterrad und es sieht übrigens, ne, habe ich jetzt nicht mehr drüber geredet, aber es sieht so aus und es ist so, dass die Ausreißer tatsächlich alles unter sich ausmachen werden. Wir setzen gerade mal die Strategie fest. Alle fahren jetzt mal für Rafa Stui. Santa Romita kriegt natürlich keinen Helfer, weil er alleine fährt. Und Rafa Stui fährt für die Etappe. Ich hoffe, das bewirkt jetzt nicht, dass da hinten alle wie wild Tempo machen, weil das ist nicht das, was wir wollen. Ne, bewirkt es zum Glück nicht. Also Rafa Stui wird für die Etappe fahren. Mal schauen, was er so schafft, ne? So von sich aus. Aber jetzt heißt es erstmal hier vorne gucken, was abgeht. Denn hier vorne, einer von dieser Gruppe wird den Tagessieg gewinnen. Das ist ganz klar. Einer von dieser Gruppe wird die Etappe holen. Da brauchen wir gar nicht drüber mirakulisieren oder uns fragen. Die Frage ist nur, wer. Aktuell sind Cameron Meyer und Tom Squillens die beiden, die mit einem kleinen Vorsprung von etwa 17 Sekunden die 10-Kilometer-Marke als erste passieren. Die Frage ist nur, reicht das? Momentan sieht es nicht so aus. Squillens hat noch viel, viel, viel Kraft im Köcher. Das merkt man auf jeden Fall. Aber aktuell sieht es nicht so aus, als könnte die Gruppe wegkommen. Zu hart fahren die anderen hinterher. Und hier sind nun mal auch so Leute drin, wie Toni Martin zum Beispiel. Und dass der ein ganz gutes Tempo gehen kann, gerade auf flachen Abschnitten, das brauche ich ja, glaube ich, keinem erzählen. Fakt ist, wir haben die Chance, die Etappe zu gewinnen. Es sind noch 4 Kilometer. Und immer noch 12 Sekunden Vorsprung für die Ausreißer. Es wird extrem knapp. Und mit den Ausreißern meine ich natürlich nicht alle, sondern für die beiden, Squins und Meyer. Natürlich kann es irgendwann passieren, dass die sagen werden, ey, wir taktieren jetzt oder sowas. Das kann passieren. Das wird vielleicht auch passieren. So, Santa Romita schafft jetzt den Anschluss. Wie es aussieht, Santa Romita schafft den Anschluss und jetzt wird der Sprint eröffnet. Flamme Rouge, Santa Romita geht in den Sprint. Santa Romita, asoziale Fahrlinie, aber oh, gewinnt das Ding, er gewinnt das Ding. Ivan Santa Romita holt Etappe Nummer 4, der Tour de Romandie. Was zum Geier? Was zum Geier? Siebter Saisonsieg, yes. Warte mal, Orbe wird hier beschützt und so. Folgt Orbe mal Jani. Stui kann mal, warum nicht, Mike Coynison folgen. So, Santa, ach, Santa, Kebak. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gerade nicht gesehen. Moment, okay. Ich glaube, da sind wir wieder. Ich hoffe es. So, Kebak ist immer noch aktiv. Sollte sich jetzt behoben haben, so sieht's aus. Attacke von Santa Romita, einfach weil es geht. Kurz vor dem Ende hier haut er noch mal einen raus. Ja, jetzt schauen wir mal. Fährt jemand hinterher? Oder nehmt es auf die leichte Schulter? McLay ist. Was will ich dem Mar folgen? Wo ist denn Anonyma? Ich schaue jetzt mal sehr umständlich hier durch das Menü. Oh, der ist gestürzt. Gut, dass ich das jetzt zufällig gesehen habe. Das hätte... Nein, nicht Flaschen holen. Hör auf damit. Hör auf, Flaschen zu holen. So, das hätte böse enden können. Wir hatten das jetzt schon mal, dass der, dem wir folgen wollen, stürzt und wir dann erstmal gar niemanden mehr folgen oder halt den komplett falschen Leuten. Aber das wird jetzt so, so schwer. Diese letzten Kilometer. Guillermo. Nochmal eine Attacke vom 10. in der Gesamtwertung. Jetzt greift Formolo an. Das ist der 11. Aber auch der kommt nicht weg. Santa immer noch vorne. Aber Mann, das tut dem jetzt hier auch weh. Letzten Kilometer. Gleich ist er an der Flamme Rouge.
Gleich ist an der Flamme Rouge mit das hier. Der Etappensieg fürs Team Austria Cars. Ich glaube, wir können spoilern. Oh, Viviani ist davon. Alles klar. Viviani ist hier auf und davon. Folgt mal Andersen für den Moment. Ich glaube, wir können spoilern. Das ist der P-Bug mal wieder. Und das ist der Etappensieg für Team Austria Cars und für Ivan. Ivan Santarumita. So, sprinten wir jetzt natürlich auch nochmal. Das Feld hat immer noch ein bisschen Rückstand auf die Gruppe. Der Santarumita jetzt Tempo macht. Da gab es Attacken. Oder Zurückfaller ließ. Wie auch immer. Roglic greift an. Doch aus dem Feld raus gibt es die ersten Attacken. Primoz Roglic mit der Attacke. Ja, und wie wär's mal, wenn hier jemand mich mal ablösen würde? Ich meine ja nur. Letzter Kilometer. Santa gibt Gas. Muss er ja auch. Was soll er sonst machen? Und hier kommen Roglic und Co. Die könnten uns hier die Butter ganz schön vom Brot nehmen. Santa jetzt im Sprint, aber er wird das hier wohl nicht mehr schaffen. Oder etwa doch, Santa, kommt doch mal, Ivan Santarumita, er holt sich tatsächlich den zweiten Etappensieg in Folge. Was ist denn hier los, Freunde? What? What? Santarumita ist so voll on fire. Tja, die Frage ist, sollen wir es wirklich auf den Sprint ankommen lassen? Rafa Stui ist, wie gesagt, nicht der beste Sprinter. Ich habe einen mega Respekt vor Marco Marcato. Ich sag's ganz ehrlich aus. 6,2 Kilometer noch. Sollen wir mit Santa angreifen? Auch das ist eine Option. Probieren wir es mal. Santa von vorne weg. 5 Kilometer noch bis ins Ziel. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Wie wir wissen. Stui immer noch dahinter. Aber Vandenberg macht Faxen. Der ist nämlich mit dran am Hinterrad von Santarumita. Jetzt ist Santa am Hinterrad von Vandenberg und der macht aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen einfach mal Vollgas-Tempo. Marcato versucht die Lücke zu schließen. Das ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste. Denn Stui hängt an seinem Hinterrad. Und gleich sind wir also auf dem letzten Kilometer. Heißt, es könnte klappen für Santarumita. Oh fuck. Oh shit, oh shit, jetzt kommt Marco Marcato. Es könnte auch klappen für Marco Marcato. Und es sieht eng aus, aber Santarumita hat wieder mal die stärkeren Beine und gewinnt Etappe Nummer 3. Alter, ihr habt schon in die Kommentare geschrieben. Und ich kann euch nur beipflichten. So langsam, das kauft ihm doch keiner ab. Bei der nächsten Dopingkontrolle kriegt er richtig Ärger. So, wo hängst du am Hinterrad? McLay. Jetzt kann Jan Sokol gleich starten. 2 Kilometer vom Ziel. Es ist durchaus früh, aber gut, können wir probieren. Sokol. Nee, wir fahren nicht mehr vor die Vorderräder. Wir machen das nicht mehr. Wir fahren ehrenmannhaft. Wir fahren jetzt ehrenmannhaft. Wir machen keine Schlangenlinie mehr. Jetzt kommen Orbe und Santarumita. Und der Sieg ist ihnen nicht mehr zu nehmen. Es ist nur noch die Frage, wer gewinnt. Und Ivan Santarumita holt sich den Sieg vor Haritz Orbe beim Memorial Marco Pantani. Wie schön ist das? Ivan Santarumita im italienischen Rennen. Hat er die schnelleren Beine, hätte ich nicht gedacht.